unsere Pflicht den Märtyrern und deren Familie gegenüber. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig. Aber ihr nehmt es nicht wahr. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Das Gesetz Allahs des Majestäten erfordert, dass Allah von seinen Anbeten Dienenden diejenigen auserwählt, die er will, indem er ihre Rangstufen erhöht, ihnen gegenüber großzügig ist und ihnen von seinen Barmherzigkeiten und Gaben verleiht. Zweifelsohne ist der Märtyrertod die höchste Rangstufe der Auserwählung, die Allah, der Erhabene, einem Anbeten Dienenden verleiht. Der Gepriesene sagt, wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von dem Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat. Welch gute Gefährten jene sind. Er sagt weiter, damit Allah diejenigen, die Glauben, kennt und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Der Erhabene zeichnet die Märtyrer zahlreiche Vorzüge aus, wie etwa die Ehre ihres Ranges bzw. ihrer Stufe und ihre großartige Belohnung. Der Erhabene sagt, und die Zeugen von ihrem Herrn, sie erhalten ihren Lohn und ihr Licht. So wie großartig ist diese Ehre und wie groß ist dieser Lohn und wie ihnen das Licht vorauseilt. Masruk Allah erbarme sich seiner sagte, diese Rangstufe ist nur für die Märtyrer. Was auch die Großartigkeit dieser Ehre und Rangstufe beweist, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen nach dem Märtyrertod auf Allahs Weg strebte, um sich diese höhere Rangstufe zu erfreuen. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, ich wünsche mir, dass ich auf Allahs Weg getötet, dann wieder belebt, dann getötet, dann wieder belebt, dann getötet, dann wieder belebt werde. Dies belegt die Großartigkeit der Belohnung, die Allah der Majestät für die Märtyrer bereitstellte. Wie zum Beispiel, die Märtyrer sind bei ihrem Herrn lebendig und werden versorgt. Ein Leben ist aber unserem Leben nicht ähnlich. Vielmehr übertrifft das Begreifen der Menschen. Darüber hinaus bleiben die Märtyrer im Geständnis der Umma lebendig und lebt ihre Erinnerung im Laufe der Zeiten und Jahre. Der Erhabene sagt, und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig, aber ihr nehmt es nicht wahr. Jabir ibn Abdullah, möge Allah auf ihnen beiden Wohlgefallen finden, sagte. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, ging bei mir vorbei und sagte mir, O Jabir, warum siehst du so niedergeschlagen aus? Ich sagte, O Allahs Gesandter, mein Vater ist als Märtyrer getötet und hat hinter ihm Kinder und Schuld hinterlassen. Der Prophet, Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen, sagte, würde ich dir eine frohe Botschaft über den Ausgang deines Vaters mitteilen? Ich sagte, ja, o Gesandter Allahs. Er sagte, Allah spricht zu keinem menschlichen Wesen zu, es sei denn hinter einem Vorhang. Allah machte deinen Vater aber wieder lebendig und sprach zu ihm direkt. Das heißt, ohne Vermittler oder Vorhang, indem er sagte, o mein Anbeten Dienender, wünsch dir einen Wunsch und ich lasse es verwirklicht werden. Da sagte dein Vater, o mein Herr, mach mich wieder lebendig, auf dass ich auf deinen Weg nochmal getötet werde. Der Majestät sagte, ich habe es so vorbestimmt, dass sie ins Diesseits zurückkehren. Dann würde dieser Koranvers geoffenbart. Und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Nein,
Vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt. Zu den Vorzügen gehört auch, was der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, von den großartigen Gaben Allahs des Majestäten für die Märtyrer kündigte. Indem der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, der Märtyrer erhält von Allah 6 Vorzügen, nämlich, er wird bei seinem ersten Blutschwall vorgegeben. Er sieht seinen Platz im Paradies. Er wird von der Grabenqual gerettet. Er wird vor dem größten Schrecken geschützt. Er zieht sich in den Glauben an. Er verheiratet sich mit Huris mit großen, schönen Augen. Und er hat Fürsprach für 70 Personen seiner Verwandten. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte auch, bei dem, in dessen Hand meine Seele legt, kommt jeder, der auf Allahs Weg getötet wird, und Allah weiß es am besten, wer auf seinen Weg getötet wurde. Am Tag der Auferstehung werden seine Farbe wie das Blut und sein Geruch wie der Moschus ist. Wir betonen hier also, dass diese großartige Rangstufe, die Allah der Majestät für die Märtyrer bereitstellte, nur der wahre Märtyrer erhält. Denn es gibt einen wahren Märtyrer, es gibt aber auch Tota des Unwahren. Der wahre Märtyrer ist derjenige, der seine Heimat gegen jeden Überfallenden verteidigt und seine Seele dafür ausgibt, um auf Allahs Weg das Land zu schützen und die Bürger zu hüten. Denn die Heimat und die Menschenwürde sind in derselben Rangstufe der Seele, der Religion und des Vermögens. Sie gehören also zu den allgemeinen Hauptzielen der Scharia, auf deren Bewahren unsere Religion betont. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer wird während Verteidigung seines Vermögens getötet, ist Märtyrer. Und wer wird während Verteidigung seiner Familie, seines Bluts oder seiner Religion getötet, ist Märtyrer. Ein Mann kam zum Gesandten Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, und sagte, O Allahs Gesandter, wie verhalte ich mich, wenn ein Mann zu mir kommt und sich mein Vermögen aneignen möchte? Er erwiderte, gib ihm dein Vermögen nicht. Da sagt der Mann, wie wäre es denn, wenn er mich bekämpft? Der Prophet erwiderte, bekämpfe ihn. Da fragte der Mann, wie würde es denn sein, wenn er mich tötet? Da beantwortete der Prophet, in diesem Falle bist du Märtyrer. Dann fragte der Mann weiter, wie wäre es denn, wenn ich ihn töte? Der Prophet sagte, er geht dann ins Höllenfeuer. Was aber den Toten des Unwahren betrifft, der das Blut unschuldiger Menschen vergießt, die Bürger des Heimatlandes erschreckt, deren Sicherheit bedroht, Korruption und Chaos im Land zu verbreiten versucht und die sicheren Menschen durch selbst Mordaktionen und terroristische Bombenattentaten terrorisiert, die weder von der Religion anerkannt noch von einem Geist angenommen werden, wird nicht als Märtyrer angesehen. Und was das betrifft, dass man ihn als Märtyrer bezeichnet, ist falsche Behauptung und Verzerrung des Wortes über seine Position. Es ist nicht verborgen, dass eine der Pflichten eines Muslims darin besteht, seinem Land loyal und liebvoll zu sein und ihm mit all seinen Worten und Taten zu schützen und zu verteidigen. Und dass die Liebe der Heimat zum Glauben gehört, so wie dass dies durch den islamischen Glauben und die Sunna des Propheten unterstützt wird. Vielmehr sind darüber die Inhaber der gesunden Veranlagung und des richtigen Verstandes einig. Der Gepriesene sagt, nun tötet euch nicht selbst gegenseitig. Unser Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer sich selbst mit einem Eisenstück tötet, der geht ins Höllenfeuer, während das Eisenstück in seinem Bauch liegt.
und bleibt im Höllenfeuer ewig. Imam al-Nawawi gliedert für diesen Hadith ein Kapitel in seiner Erklärung für Sahih Muslim mit dem Titel Das schwere Verbot des Selbstmords. So wie wer sich selbst mit etwas tötet, der wird damit im Höllenfeuer gequält. Solch Menschen betrifft das Wort des Erhabenen, soll denn derjenige, dem sein böses Tun ausgeschmückt wird und der es dann für schön befindet. Wir bestätigen hier, dass diejenigen, die solche Selbstmordtaten durchführen, den extremen Richtungen mit deren Meinungen folgen, die die Gesellschaft für ungläubig und das Blut der Bürger für erlaubt halten. Die Verwendung von Mitteln zum Bomben, zur Zerstörung, zum Fanatismus, zum Mord und zum Selbstmord ist von der Scharia her verboten und es besteht darin keine Meinungsverschiedenheit. Da dies alles gegen die Bestimmungen der Scharia verstößt, die vorschreibt, dass die Seele, die Heimat und das Vermögen bewahrt werden müssen, sowie dass die Zerstörung des Menschen durch sich selbst, die Verlust seiner Seele oder der Angriff auf das Leben der anderen und die Verderbnis auf der Erde sind von der Scharia her verboten. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, sagte, man ist immer noch im Rahmen seiner Religion, sofern man kein verbotenes Blut gegossen hat. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Geschwister im Islam, um die großen Ziele zu erreichen und die großen Zwecke in diesem Leben zu erhalten, sind Opfer erforderlich, die den Zielen der Ehre und dem Adel der Ziele angemessen sind. Und auf der Spitze der Opfer kommt Selbst und Geist auf Opferung, auf dem Wege Allahs, zur Verteidigung des Heimatlandes, dessen Ehre und Würde. Wenn wir an den Tag des Märtyrers erinnern, erinnern wir uns auch an diejenigen, deren Geister zu Allah aufgestiegen sind und sein Wohlgefallen gewonnen hatten, nämlich die Helden der Streitkräfte und Polizei, aber auch die anderen ehrenhaften Patrioten, die sich mit den Kräften gegen den Terrorismus und das Übel kämpfen. Diese Märtyrer sind die wahren Märtyrer und es gibt gewaltigen Unterschied zwischen der Wahrheit und der Behauptung. Denn diese Helden sind diejenigen, die den Geist der Würde, Ritterlichkeit, des Stolz und der Anständigkeit wiederbelebt und Ägypten ihren Rang und ihren Respekt bewahrt haben. Die Beschützer des Heimatlands machen sich immer noch dem brutalen schwarzen Terrorismus und der geehrten und irrenden Takfir-Gruppen gegenüber und wir sind sicher und zuversichtlich, dass Allah der Erhabene ihnen den Sieg verleiht. Wir wünschen uns den Märtyrertod auf dem Wege Allahs und der Heimat. Warum nicht? Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer Allah wahrhaftig um den Märtyrertod bittet, den lässt Allah die Rangstufe der Märtyrer erfreuen, selbst wenn er in seinem Bett stirbt. So, lasst uns all zusammenstehen, um es vor der Verderbnis, vor der Arglist und vor dem Hass zu verteidigen. O Allah, verleih uns die Ehre des Märtyrertods auf deinem Weg und lass uns zu deinen aufrichtigen Anbeten dienender gehören und schütze unsere Länder vor jedem Übel. Und Allah weiß es am besten.